Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. So, es ist Winter. Ja, es ist kalter Winter da. I know. Es ist so wet. So. Mal sehen. Was machen wir heute? Das kommt hier rein. Das weg. Das weg. Wobei, die nehmen wir sich noch. Wir nehmen gleich mehr einfach, ist ja wurscht. So. Das kommt alles weg. Kein Platz für den Dünger da drin. Diese Tarotknollen, braucht den keiner. Schauen wir hier drin aus. Trüffelöl. Ein bisschen können wir ja noch machen. Jetzt haben wir erst die Knochen wieder nicht. Haben wir jetzt eigentlich eine Wintersaat oder nicht? Oh ja, haben wir. So, genau. So. Und so. Natürlich nicht ganz. Was haben wir hier? Weg ist toll. So, weiter geht's. Okay. Mann, das ist schon echt nervig mit den Kürbissen da unten. Aber ja. Ibis, Ibis. Hey, da unten sind Bäume fertig. Wieder so Baumabnehmer Dingens Zapfhähne, ne? Genau. Holz und Kupfer. Easy. Schauen wir hier aus. Da ist eins fertig. Hier rüber. Uralte Frucht. Fünf Stück. Da ist noch eins fertig. Oh, und die haben noch gleich nachgefüllt. Shit. Das sind 13. Das sind 13.
Wir haben gar kein Kupfer. Dann machen wir halt Kupfer, ganz einfach. Da sind wir ziemlich voll. Oh, wir haben hier Zapfhähne. Passt. So viel dazu. Haben wir jetzt eigentlich eine Schleuder? Wir haben eine Schleuder. Und was schießen wir mit der? Da gibt es Explosivmunition. Gibt es auch normale? Nein. Toll. Wo ist die Schleuder? Danke. Keine Munition. Müssen wir extra kaufen, oder wie? Oder verschießt man einfach Steine? Oh ja, man kann einfach Steine verschießen. Okay, dann nehmen wir sicher ein paar mit. Achso, ja. Wurscht. So. So, was ist bei der Zwergengerät noch immer dabei? Warte, können wir das Ding gleich bauen? Diesen Dings-Analysator. Batterie und 10 verfeinerte Quarz. Batterie. Haben wir, perfekt. Nehmen wir das gleich mal mit auf die Insel. Den Sessel nehmen wir auch mit. Dass wir was zum Sitzen haben dort. So. Ein Zopfhau. Wait da. Dann drei gleich mal hier, damit wir sie eben schon mal da haben. Mau. Kein Mau. Eine Nautilus-Muschel. Schnäsus-Kartoffel. Mann, das ist laut hier. Oh, jede Menge Fische. Hi, Louis. Das fischelt hier noch sicher genug. Okay, hier ist einmal kein Schnee, das ist schön. Gut, oh, goldene Kokosnuss. So, wir haben 4, das ist schlecht. Oh, hey, Kumpel. Hallo, alles in Ordnung? I guess. So, dann schauen wir mal, ob wir den Schaß jetzt runterschießen können. Okay, so mal nicht. Shit. Wie da? Was ist mit ihm hier? Der will auch wieder 10. Wofür? Waren wir da nicht schon? Haben wir das nicht schon gemacht? Aquarium. Berichten. Das hatten wir noch nicht. 18 vielleicht. Nein. Jo, keine Ahnung, was er will. Wie kommen wir da rüber? Mann! Da war extra die Schleuder mit und ich habe immer noch keine Ahnung, wie. Ein versteinertes Bein, toll, das haben wir schon. Zum 100. Mal. Gestern immer gleich die Abkürzung zu nehmen. Nee, Skelett haben, diesmal. Wir hätten einfach gleich daher fliegen können, aber nein.
da kommt man nicht durch. Also keine Ahnung, wie man da drüben hinschießen soll, wenn hier alles verwachsen ist. Da kann man so nicht durch. Naja, da gibt es wieder ein paar Pilze. Gibt es vielleicht was für unsere Kupferpfanne? Da hinten ist was. Ich frage, ob wir da hinkommen. Nein, natürlich nicht. Ne? Toll, dass da unten irgendwas spawnt, wo du nicht hin kannst. Ganz toll. Da hat jemand richtig mitgedacht, wie er das gemacht hat. Ich nehme mal an, wir können auch hier nicht hochschießen. Natürlich nicht. Keine Ahnung, wie man da raufkommen soll. Wart mal. Alter, das ist das Y10. Moment mal. Kann man da einfach durchgehen vielleicht? Man kann da einfach durchgehen. Zwei weitere. Geht's da noch irgendwo weiter? Muss man da noch was wissen? Nee, da ist definitiv Schicht im Schacht. Alter. Nirgends dran. Gib Mats. Shit, ich muss erstmal zum Professor. Ich glaube, diese Hand haben wir noch nicht. Hey, Kumpel. Was? Die will er gar nicht. Gut, dann halt nicht, ne? Dann gehört ihr offensichtlich in das andere Museum und ich gehe mal stark davon aus, wir haben sie dort, was sie so heißen könnte, könnt ihr mehr darüber sagen. Zum Hof! Ich hoffe, die Bäume wachsen jetzt hier im Winter auch. Weg. Blaubeeren. So, das ist hier aber noch nicht fertig. Nein, das ist trotzdem nur der Hof zu Hause und nicht der hier. Das heißt, das war völlig unnötig. Kann man Hofrechner jetzt das verkaufen? Nein, natürlich nicht. Ein weiteres unnützes Item, das wir mit uns herumschleppen können. Mann, wieso funktioniert das? Also, ich meine, ich finde es schön, dass solche Gratis-Add-ons kommen oder Erweiterungen halt, aber durchdacht ist das nicht wert gewesen. Kommt wohl auch nicht mehr. Das machen wir jetzt mal nicht hin. Da ist er. Tja, damit man sich wenigstens wo hinsetzen kann. Nicht viel wert, aber das war jetzt zu befürchten. Gut. So weit. So gut. Kein Kikeriki hier. Da
und fertig die Melone. Ist die Frage, will er die Melonen oder will er den Rhabarber? Morgen. Dann finden wir schon richtig rosa, saftig. Ja, lass mal wachsen. Hey, passt. Melonen sind's. Der kann gehen. Ja, Bombo, rosa, Bombo, saftig. Bringt mich zurück in die gute alte Zeit. Sonnige Tage, an denen alles süß war. Ich möchte die großen, saftigen Bambubissen nehmen, aber ich werde es nicht. Das der haben. Kein Problem. Oh, ja, vielen Dank, das bringt mich zurück in die gute alte Zeit vor langer, langer Zeit. Hier, das ist für dich. Oh, 5. Ist noch was? Da will ich Leute nicht wieder lange gelbe Dinge sehen. Ja. Langes gelbes Ding, das können nur Bananen sein, aber das wird wohl noch ein bisschen dauern, bis sie gewachsen sind, nämlich zumindest einen Monat. Irgend so einen Tagelöhner anstellen, der was der über den Winter den Hof pflegt, Tiere versorgt und das Ganze. Ein Buntbarsch, nichts Neues. Und wieder ein Buntbarsch, alles klar. Hier noch irgendwo Sachen versteckt vielleicht. Mhm. 61 von 100. Das war dann sehr wenig Damage. Mal da oben wird es nichts Neues geben, fürchte ich. Nee. Dann können wir nochmal schauen, ob wir das hier finden. Sehr komisch. Wo hängt man hier dauernd fest, bitte? Da
ist irgendwas. Hey, haben es geschafft. Wieder eine gefunden. Leider nur einer. Ach, das ist nicht. Okay, keine Ahnung, wie ich das jetzt gemacht habe. Wir haben es. So. 12 Stück haben wir schon. Leider 20 da unten. Keine Ahnung, wie man da raufkommen soll. Was ist das hier eigentlich? Macht das irgendwas? Schaut nicht so aus, ne? Sonst hier irgendwas versteckt? Sechs versteckt im Norden. Ja, das sagt leider nicht viel aus. Gut, dann werden wir uns nochmal schnell in den Vulkan begeben. Zeit. Heute ist ja auch schon wieder längst zu Ende. Freunde, ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.